Sonntag 14.30 Uhr, wenn die niedersächsische Jugend gerade mal an Frühstück denkt, schwingt die ältere Generation in Heidenau bei Sittensen schon das Tanzbein. Unter souveräner Leitung von DJ Günther. Auch heute geht's wieder los im Dreivierteltakt. Herzlichen Dank. Dankeschön. Viele der Paare kommen schon seit Jahrzehnten. Jeden Sonntag. Ein Höhepunkt der Woche. Selbst wenn es den Tanzdee im Heidenauer Hof schon seit 50 Jahren gibt, die Gäste sind nicht im Gestern hängen geblieben. DJ Günther ist angehalten, auch mal was für die Kesselsohle aufzulegen. Kann auch gerne mal Rock'n'Roll sein. So ist es nicht. Wieder ja auch. Nicht immer Walzer und so. Wenn man denkt, das mögen wir gar nicht. Man denkt, es sind alles viel ältere Leute, dann wird hauptsächlich Walzer getanzt. Das ist aber nicht so. Also, gucken Sie auf die Tanzfläche, jetzt ist das ein bisschen flotter, können Sie das schon sehen. Unter Umständen würde der neutrale Beobachter das jetzt als eher halbflott einstufen. Das liegt allerdings im Auge des Betrachters. Das Alter der Tänzer ist, sagen wir einmal, fortgeschritten. Sie können allerdings noch deutlich flotter. So 3-4 Tänze gibt's am Stück. Die Kräfte müssen gut eingeteilt werden. Die Körpertemperatur steigt. Es wird warm. Hübsche Frauen hier, ne? Hübsche Frauen hier? Ist da auch Erotik dabei? Ja, logisch. Das muss sein, ne? Wir sind ja noch nicht im Sarg. Der Tanzdee als solcher steht auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Veranstaltungen. Nicht so in Heidenau. Der Tanznachmittag hält sich hartnäckig und ist weit im Umkreis bekannt. Bleiben welche weg, ist ganz klar, altersbedingt. Aber es kommen immer wieder neue dazu. Das ist schon ein Wunderwald. Wo kommen die Leute her? Die ganze Umgebung, Landkreis Harburg, Landkreis Stade, aus Hamburg, aus Heidekreis, aus Bremen. Cuxhaven, wenn man die Autonummern auf dem Parkplatz sieht, das ist also ganz bunt gemischt. Und trotzdem kommen meist dieselben Leute. Eigentlich betont hier jeder den besonderen, familiären Charakter des Tanztees. Da wird keiner vergessen. So, meine Damen und Herren, wir haben ein Geburtstagskind. Günther hat Geburtstag gehabt und bekommt jetzt selbstverständlich auch einen Ehrentanz. Gefühlt werden dabei alle 49 Jahre alt. Jedes Jahr immer wieder. Tanzen hält nämlich jung. Da wird noch mal richtig aufgedreht. Weil wir es noch können, ne? Ja, ja. Auch nachher zum Schluss macht er dann auch immer von Tom Jones hier, ne? Sechsform und so. Das ist natürlich die Wucht, ne?